So, das waren jetzt alle Hard-Modes und beim nächsten Mal fangen wir mit den Iron Challenges an, würde ich sagen, ja. Ich habe hier eh schon einen gespielt. Gute Frage, nächste Frage. Ja, schauen wir mal, was für eine Forderung haben wir hier bei der Iron Challenge? Wir haben keine Minion. Ja, die Iron Challenge sind sonst wahrscheinlich schwer. Ich hätte gerne vorher alle Upgrades, bevor ich die spiele. Das heißt, ich werde jetzt hier die Bonus-Level anfangen zu spielen, die wir freigeschalten haben durch das Durchspielen der normalen Kampagne. Da werde ich jetzt mal alle im normalen Modus anfangen zu spielen. Würde ich mal sagen. Und die Frage ist, wo fange ich an? Ich fange, glaube ich, hier oben an. Sieht ganz gut aus. Oder ich fange woanders an. Das ist eine gute Frage. Das ist das erste Bonusziel, was es eigentlich gibt. Ich würde mal sagen, wir spielen das, oder? Ich habe das Level irgendwie schlecht in Erinnerung. Irgendwie gibt es hier viele Orks, die ich töten muss. Ja, probieren wir es mal. Ich muss mir jetzt ansehen, wo was langläuft. Ich habe jetzt einfach nur noch gefühlt, irgendwo mal was hingebaut, wenn ich ehrlich bin. Das sind zwei Spawns, das ist schon mal das Ding, was mich ein wenig nervt. Und das sind viele Gegner. Ja, das ist die neue Fähigkeit, die gerade das Gefühl habe. Das ist schon die nächste Wave. Das wird immer stressig, ich sag's euch. Baue hier unten so eine kleine Blockhole, kann ich da was kaputt machen. Das ist interessant für mich. Ja, ich baue gerade nur so noch die Tower hin, die hier ein wenig Problemmanagement betreiben. Weil es ist ziemlich Hard-Mode hier gerade. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach Trash überall hinstellen soll. Jetzt kommt jetzt eine fliegende Wave, der unten, der läuft einfach durch und da direkt Schaden frisst. Und das ist so, was man am meisten fertig macht. Ja, hier ist ein Champ, der gerade die abfängt, aber eigentlich gehe ich drauf. Tötet sie!
keine Ahnung, wo ich hier anfangen soll, wirklich zu bauen. Ich bin gerade mit dem Level einfach ein wenig überfordert. Ich habe es nicht in Erinnerung. Wow. Ja, die Castor sind am besten gegen die Orks mit Rüstung, habe ich schon gemerkt. Und der Kanonenturm ist auch relativ gut hier. Er schwächt zumindest die so weit, dass sie bis jetzt nicht extra weit gekommen sind. Obwohl das auch sehr relativ gut gebracht ist, nicht weit. Also hier braucht vorne sind die Kanonentürme. Vor allem weil top. Warum unbedingt die Metrikschau eigentlich nicht helfen? Weil die Trolle habe ich einfach irgendwie schlecht in Erinnerung oder Bad Feeling würde ich sagen von manchen Richtung. Ich brauche gerade echt alles, damit ich jeden Schaden zusammenbringe. Oh, die laufen nicht hoch. Oh. Ist die Frage, ob ich Glück habe und die unteren erledigen oder nicht. Nee, die haben, ich habe nicht Glück, aber die oberen habe ich jetzt erledigt alle. Aber ja, die Castors sind effizient hier in jeglicher Hinsicht, wie ich vermerke. Level. Ich habe schon vorher kennengelernt, die Einheiten die ganze Zeit. Aber gegen die Castor können die nicht viel ausrichten, habe ich schon gemerkt. Aber ich habe irgendwie Angst, weil ich meine Kanonentürme nicht ausgebaut habe. Wie lange ich Castor-Türme mit Kanonentürme kompensieren kann, halt, das ist die Frage. Berechtigte Frage, wenn ich hier bin. Ich bin auch besorgt, weil ich den Tau nicht ausgebaut habe. Im Moment ist das Ganze mit wenig Bauchweh zu genießen. Ich sehe aber, dass die Türme relativ effizient gegen gewisse Mob-Türme sind. Was halt denn hier? Speed for Bombs. Ich glaube, ich bereue es jetzt, dass ich den Tau nicht ausgebaut habe.
werfen Bomben auf Einheiten, das sind Fernkämpfer wieder mal, okay. Das ist, ja, nicht so spektakulär, ja, nicht so. Ich habe das Level echt schlecht in Erinnerung. Es ist auch sehr fordernd. Es kann sein, dass ich jetzt schon sehr müde bin, weil ich schon relativ lang dabei bin jetzt. Keine Ahnung, wie lange die Aufnahme schon läuft hier. Ja, ich bin auch im Moment nicht wirklich imstande, dass ich erzähle, was ich hier jetzt plane, was ich hier vorhabe. Ich weiß nur, dass ich ein Problem habe, meine Kanonentürme sind weit hinten. Das macht mir die ganze Zeit schon Bauchweh. Aber ich habe jetzt immer irgendwie Probleme irgendwo anders fixen müssen. So. Das merke ich auch, die Leute mit der Axt, da brauche ich entweder Caster Tower dafür, die wirklich Blatt hauen, oder ja, mein Champion hätte sie auch, oder Kanonen Tower kann das. Zumindest habe ich die gehandelt mit den Pfeiltüngern, die vorne stehen, die machen die relativ schnell down. Jetzt kommt Flieger, bin ich gespannt. Wie flink die unterwegs sind. Die kommen relativ weit, würde ich sagen. Ich mach's zu sicher, weil ich mich langsam nicht sicher fühle gerade. Ja, die Umbrüche schaffe ich leicht. Sollen wir die nächste gleich schicken? Also wenn ich mir überlege, dass wenn ich die ganzen Upgrades nicht hätte, würde ich hier schon wieder durchdrehen und weinen. What the fuck? Ich drehe, okay, ich fange jetzt an so ein bisschen mit weinen. What the fuck? Wie viele sind denn das? Geht hier Meteoriten, auch Meteoriten rein, bam 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 bam. Wow. Jetzt alle durch oder was? Ach, das ist ungesund, das ist ungesund, das ist ungesund. Das ist richtig ungesund. Nein, 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 nein. Wow, wow, wow. Einer durchläuft, laufen alle durch. Das ist meine Befürchtung gerade. Ich glaube, ich brauche echt ein Caster Tower Upgrade. Oder welches? Ich brauche mal den Sorcerer Tower. Nächsten Tower hier. Ja, ich grade hier einfach schon Tower ab auf Bauchgefühl rauf. Weil ja, es sind schon. Ah, ich glaube 8 Mobs sind auf einen Schlag durchgelaufen, also ich habe mich relativ sicher gefühlt und bam, zack, durchgelaufen. Das ist auch ja nicht so prickelnd.
Super Regeneration. Ah. Wenn ich tot kriege, wundert mich jetzt nicht. Wenn man Super Regeneration hat, wenn das auch heißt. Hast du Super Regeneration? Ja, ich habe auch Super Regeneration. Geile Enthaltung einfach. Okay, jetzt die Wave ist eher harmlos. Ich fürchte, dass irgendwas Böses kommt. Ich werde jetzt die Castle Tower alle hochziehen. Ich weiß nicht, was ich davon hatten soll. Borg Rider. Auf nach Helmsklamm, würde ich mal sagen. Ach ja. Ja, die Level hier sind jetzt extrem stressig, extrem unentspannt mittlerweile. Also das Spiel macht schon Spaß, ja, es macht schon Spaß. Das ist nicht die Frage. Wenn es keinen Spaß machen würde, wenn es keinen Spaß macht, würde ich es nicht mehr spielen. Ich sag's, was ist. Ich trade hier das wirklich schon ab. Also. Ja, was ich jetzt bauen, ich baue jetzt auf den allen Tauern hier Würfeln. Das ist das nächste, was ich mache. Oder ich baue hier jetzt sogar mal einen Golem, der oben die Lane blockiert. Das ist das nächste, was ich baue, glaube ich. Wenn ich mir leisten kann. Ich hoffe zu sein. Wurzeln wäre noch immer interessant, also hier Wurzeln und hier Wurzeln, das wäre so ein nice Treff gerade, ja, machen wir noch hier Wurzeln. Bring dir um Features, da wäre das, ja, und vergiften hier oben auch noch. Mehr Damage ist mehr Damage.
Ich schaue, dass ich jetzt alle Türme wirklich ausbaue, dass ich vor allem einfach nur mehr Schaden raushauen kann. Ja. Zwei Waves noch. Bin ich gespannt, was jetzt auf mich noch zukommt, so in die Richtung. Ja, ich bin einfach gerade einfach sperrlos, das ist extrem stressig, extrem anstrengend. Ich werde nach dem Level hier mal die Session unterbrechen, weil ich die ganze Zeit denke, kommt da was durch, kommt da was durch, kann da was durchkommen. Thank you.
Puh, die Level haben es in sich. Ich bin jetzt schon ein wenig müde. Das sind meine Kommentare ziemlich mau. Aber ja, ich habe es nicht perfekt geschafft. Es ist leider so, ich muss den ganzen Käse nochmal spielen irgendwann. Ich lasse gut sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Den Rest seht ihr auf meiner Endcard. Die ist neu, die habe ich jetzt extra gemacht für euch. Ja, das war's für heute. Ciao. Hallo, ich bin euer 8 vom Channel 8 Gaming. Lasst mir einen Daumen hier, falls es euch gefallen hat. Oder teilt mein Video oder linkt mein Video. Abonniert meinen Kanal. Ich brauche euren Support. Ich bin darauf angewiesen. Lasst mir für Anmerkungen, Tipps und Tricks einfach Kommentare da, falls ihr Verbesserungsvorschläge habt für mich. Ich freue mich drüber. Hier findet ihr von mir weitere Videos und hier findet ihr mich auf der Seite auf sozialen Medien. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Und ich bin raus.